Ja, Leute, heute habe ich was ganz Besonderes. Und zwar, heute geht es um Master Duel. Aber nicht nur irgendwie. Nein, nein, nein. Heute geht es um die Besten der Besten. Denn ich habe für euch extra gegrindet und gegrindet. Aber dazu später mehr. Ja, Master Duel gibt es jetzt natürlich schon deutlich länger. Und so langsam muss man gucken, was gibt es denn Neues. Und ja, da gibt es ja was Neues. Denn Konami hat was Neues eingeredet. Und zwar ein High-Ranked-Modus. Und den werden wir uns heute zusammen angucken. Und allgemein werden wir uns das Ganze mal angucken. Was ist jetzt eigentlich Meta gerade? Was kann man machen? Was gibt es? Von daher, Leute, würde ich sagen, gehen wir direkt rein ins Spiel. Da sind wir jetzt hier auch im Spiel. Einmal die Öffnung. Und natürlich, Leute, manche von euch haben vielleicht sehr, sehr lange das Ganze nicht mehr gespielt. Von daher gibt es hier mal einen Überblick, wenn das Ganze hier fertig geladen ist und das Spiel sagt, hier ist es. Ja, erstmal Garunix. Sieht sehr nice natürlich. Allgemein, ich bin ein sehr großer Sammler von diesen Avatars. Aber man muss erstmal sagen, was gibt es denn alles? Denn unter anderem gibt es eine neue Kampagne. Und zwar, falls ihr lange nicht mehr gespielt habt oder falls ihr neu spielt, geht natürlich auch, also muss ja nicht, dass ihr lange nicht gespielt habt, dann kriegt ihr ein Deck kostenlos zur Verfügung und das Ganze ist, wenn ich es jetzt hier finde, wo ist es denn? Da, genau. Ein Deck, was perfekt für Einsteiger geeignet ist, und zwar Schwertseele. Schwertseele bekommen wir dann halt quasi for free. Natürlich, man kann sich noch die eine oder andere Karte craften. Das ist jetzt mein Schwertseelen-Deck, das heißt nicht, das kriegt ihr nicht, aber ihr kriegt halt eben dreimal Mouillet, was zum Beispiel super gut ist und so weiter. Natürlich, und hier auch natürlich Auftauchen und so kriegt ihr. Ihr kriegt hier, genau, ihr kriegt Shengying und so. Also super gut. Heißt also, wir können hier eben einige Karten kriegen, haben ein einsteigerfreundliches Deck. Wir werden mit der Synchro-Beschwörung vertraut gemacht und zusätzlich haben wir ein Deck, womit man sofort spielen kann. Denn ich finde, mit diesem Deck kann man wirklich auch direkt ins Rank gehen. Wir fangen ja an mit ganz low, also Anfänger. Und da natürlich sind natürlich auch nicht so gute Decks zum Teil. Von daher ist das ein gutes Einsteiger-Deck. Das ist das Erste, was auf jeden Fall jetzt schon seit Längerem gibt. Aber was eben neu ist. Dann können wir uns angucken, was es alles hier so gibt. Und zwar für Avatar oder ähnliches. So, natürlich hier Symbole. Es gibt verschiedene Symbole. Jeder kann da seinen passenden finden. Sind nicht alle. Man kann auch noch ein paar in den Shop holen. Dann Rahmen. Rahmen kommt jede Season neu dazu. Finde ich cool. Gerade weil man Sachen harmonieren kann. Ihr seht es hier. Wir haben ja auch schon Extravagante. Wir haben zum Beispiel hier so ein Deluxe hier so mit den Gehirnkontrollehänden. Und ich finde nice, dass man mit diesen eben verschiedenen Rahmen wunderschöne Bilder machen kann. Profilbilder. Also hier sieht jetzt Slifer ist das natürlich. Also offensichtlich mit dem Master. Der Rahmen sieht sehr, sehr hübsch aus, finde ich zumindest. Und man kann hier wirklich coole Sachen machen. Also ich habe da wirklich super gute Sachen gesehen. Und bei den Begleitern, ja Leute, Begleiter ist natürlich so eine Sache für sich. Denn ja, man kann immer wieder neue kaufen, aber natürlich ist das Ding, wenn ihr jetzt seht, hier zum Beispiel, boah, ihr voll cool, Sprite Blue, ja, den kann man natürlich nicht mehr kriegen, weil er im Duel Pass war. Und dann Hintergründe, wie gesagt, es gibt hier einiges. Hier gibt es den Chaos dran, hier gibt es auch, hier, das ist das sogar Rieger? Ja, genau, Photon, Sky Striker sieht auch sehr hübsch aus oder ähnliches. Hier dann auch von Visa, Starfrost, Promethean Princess sieht auch super hübsch aus. Und allgemein, ich mag hier Avatare, die weit nach oben gehen. Princess ist eigentlich sozusagen sogar ziemlich schlecht, was das angeht. Wir können mal im Shop gehen. Wie immer, es gibt natürlich ein Auswahlpack. Da kleine Anekdote für alle. Leute fragen immer, wie sie optimal ihre Edelsteine ausgeben können. Es gibt da zwei Wege. Erstens, ihr wollt ein aktuelles Pack haben, also ein Deck haben aus dem aktuellen Pack, also wie zum Beispiel hier, Kartenliste und dann gucken wir jetzt hier zum Beispiel, wir wollen jetzt zum Beispiel, als Beispiel einfach hier, wir wollen Zitorion spielen, Zitorion und dann ist das hier einfach das Pack, was ihr macht. Das heißt, alle eure Edelsteine ballert ihr da rein, denn jede Karte, die ihr zieht, sind natürlich Karten, die ihr weniger craften muss. Falls euer Pack nicht dabei sein sollte, das kann natürlich sein, dann müsst ihr wie folgt machen. Wir gehen auf Deck, dann gehen wir auf Jubel und ja, Jubel und Schlangenauge sind die besten Decks aktuell. Das, man könnte denken, wir sind im TCG, nein, sind wir aber nicht. Und falls ihr jetzt zum Beispiel sagt, ey, ganz ehrlich, ich möchte mir nur das Beispiel Cyberdrache machen, Cyberdrache, dann kann man es nämlich wie folgt machen. Dann braucht ihr natürlich auch Edelsteine und ähnliches. Das ist natürlich klar. Und ihr merkt jetzt hier Ultra-Ware und so. Da muss man immer gucken, wo es die Karten gibt. Also wenn man zum Beispiel guckt hier, so okay, wie erhält man diese Karten? Dann seht ihr, es gibt ein Cyberdrachen-Pack. Und dann, wie kriegt man das Cyberpack frei? Ihr müsst eine Super-Rare aus diesem Pack craften.
Oder ein Ultra-Rare. Geht natürlich auch. Das heißt zum Beispiel, wir könnten jetzt hier im Drachenmarkt craften und dann würden wir zu diesem Pack bekommen. So, da dieses Pack hier schon freigeschaltet ist, können wir das hier sehen. Dann kommt er nämlich hier hin und dann seht ihr empfohlene Karten. Und dann sehen wir hier, dass wir hier komplettes Cyberdrachen-Deck haben. Wir haben hier Sieger, wir haben Unendlichkeit und so weiter. Und das geht mit allem. Also es geht wirklich mit allen Decks, außer mit den aktuellen neuesten, die hinzugefügt sind. Da ist es leider manchmal so, dass es noch kein geheimes Pack gibt. Aber also entweder aktuelles Pack holen, wenn ihr eben natürlich dementsprechend davon Karten haben wollt, oder ins geheime Pack gehen. Geheime Pack ist dann meistens der Fall so, von daher kann man das Ganze machen. Und natürlich, falls neue Karten rauskommen für euer Deck jetzt zum Beispiel und ihr sagt, ey, ganz ehrlich, ich brauche nur eine Karte, natürlich, die craftet ihr euch, ne? Dann einfach craften, also mit erzeugen, fertig ist das Ganze. Und falls es so sein sollte, dass ihr sagt, ey, okay, ich möchte jetzt hier so ein Deck haben, ne, so ein Deck und habe gerade aber viele Edelsteine über, also hier jetzt ganz viele Edelsteine über und mir fehlt eine Karte, dann craftet ihr nicht, dann versucht ihr sie zu ziehen, weil wenn ihr Edelsteine über habt, ist das kein Problem. Aber erstmal solltet ihr eine gewisse Staple-Menge holen und wichtig, Kaufempfehlung, nochmal hier, kleiner Crashkurs, Bundle, kauft euch die Bundles, super gut, Staples lohnt sich, Bundles kaufen und immer auch den Duellpass, weil ihr da Ultra Rare Points for free bekommt. So, das hier nochmal dazu und jetzt aber natürlich wollen wir das eigentlich, warum wir das Ganze hier angucken, ich dachte, ich mache mal einen kleinen Exkurs, weil viele sind neu oder ähnliches, deswegen zeige ich das Ganze nochmal, aber wir wollen natürlich ins Duell rein und hier gibt es ja wie immer Events natürlich, aber auch den Ranked-Modus und hier haben wir halt verschiedene Sachen und zwar, wir sehen hier, ich gehe mal hier eben raus. Und dann sehen wir nämlich hier, das ist ja ganz normal. Season 31 sind wir aktuell. Wenn ihr das Video guckt, ist Season 32 schon eröffnet. Und hier ist dann halt der höchste Rang, Master 1 und dann aktuelle Siegesserie. Das ist ja egal, kann auch gar keine Siegesserie sein. Und jetzt können wir eben in Wartungsduelle gehen. Und da gehen wir halt rein. Und dann sind wir hier drin. Und das hier ist jetzt High-Ranked-Spielen. Und wenn man sich hier eine Rangliste mal anguckt, das sind die aktuellen 10 besten Spieler. Ihr seht hier, der erste Platz hat aktuell 1865 und ich habe 1508. Das ist aber noch nicht aktuell. Ich habe nämlich inzwischen schon 16. Also das wird immer Stück für Stück aktualisiert, von daher ja. Aber ihr merkt also, da ist einiges noch nach oben, ne? Also die haben wirklich gespielt, die haben auch einen ganzen Monat quasi gespielt. Von daher ist das hier so. Und hier werden wirklich die Besten der Besten gekürt und man hat jetzt irgendwie ein Ziel. Man kann eben jetzt sehen, ich bin Top 50%, nice, man kann auch Top 25% oder ähnliches. Also man kann ja auch sehen, dass man wirklich hochklettert und das ist halt genau das, was wir wollen. Wir wollen sehen, wie wir klettern. Wir wollen sehen, dass wir eben gewisse Positionen haben und das halt sehr nice. Und hier übrigens nochmal, bei den siebten sieht man nochmal sehr geil mit dem Rahmen. Profilbild, so rot und dann hier so dieses Erde, ach, super hübsch. Also das ist super hübsch gemacht und auch hier mit Avramax von der Farbe her. Ah, das gefällt mir sehr, 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 sehr gut auf jeden Fall. Aber ja, und das ist halt eben die neue Funktion, die hinzugekommen ist. Das heißt, nicht wie sonst bisher, wir spielen einfach Rank, bis wir dann eigentlich Master 1 sind und dann, ja, haben wir Langeweile. Dann gehen wir nach Hause, dann ist gar nichts mehr, dann bringen uns das nichts, können einfach erst nächsten Monat weiterspielen. Jetzt aber gibt es eben die neue Funktion und damit können wir eben hier spielen. Und dann eben mit den Besten der Besten spielen. Erstens, das Level ist natürlich sehr hoch. Zweitens, hier wird getryhardet, Leute. Hier wird getryhardet auf jeden Fall. Bedeutet also, wenn ihr hier spielen müsst, müsst ihr bereit sein. Dort wird getryhardet. Aber natürlich, ihr könnt auch natürlich trollen. Ihr Deck ist natürlich frei auswählbar. Ihr könnt einfach auch ein Deck nehmen und hier ein bisschen rumtrollen, wenn euch das ganze Ranking natürlich nicht so wichtig ist. Auf jeden Fall. Aber ich finde es einfach gut, dass genau das eingeführt wurde. Die Community hat sehr, sehr lange genau dieses gefordert. Wir wollen irgendwie einen Grund haben, weiterzuspielen, weil Master 1 ist relativ okay, schnell erreicht. Und dann, ja, dann haben wir Langeweile. Was soll man machen? Jetzt haben wir einen Grund und es sieht auch optisch sehr, sehr nice aus. Aber ich glaube, Optik allgemein kann man Master Duel eh nichts vorwerfen. Es ist einfach unglaublich hübsch, finde ich zumindest auf jeden Fall. Ja, aber das ist hier eben genau der Überblick. Genau, einmal eben hier das Ganze. Und ich würde sagen, da wir das Ganze jetzt hier einmal Action gesehen haben, gehen wir einmal rüber wieder zum Fazit. Ja, und das war jetzt hier der ganze Überblick. Ich muss zugeben, mir gefallen die neuen Sachen sehr. Natürlich ist noch Luft nach oben und man kann noch so viel machen. Zum Beispiel einfach Draft-System. Man kann auch Gold einführen. Man kann allgemein auch das zum neuen TCG machen. Man kann zum Best of 3 machen und ähnliches. Aber nichtsdestotrotz, das Spiel wird immer besser und besser und das kann man einfach nicht leugnen. Und das gefällt mir natürlich sehr gut. Denn wie ich jetzt immer so gern sage, der Weg und die Richtung ist entscheidend und die geht in eine richtige und mir macht das unglaublich Spaß und vor allen Dingen gibt es jetzt eine Langzeitmotivation, die eben viele Leute nicht hatten, weil wenn man Master 1 erreicht hat, ja, wofür so, wofür weiterspielen? Jetzt kann man Master 1, wenn man Max Ranked ist, dazu nutzen, um Decks zu testen, was sehr nice ist, das heißt, du hast Decks zum Testen auf einem hohen Niveau.
Niveau. Und dann, wenn du richtig tryhard willst, gehst du wirklich ins Ladder und ladderst und ladderst und ladderst dich eben hoch. Ziemlich nice auf jeden Fall. Und man merkt auch, hab da ein paar Duelle schon gemacht, es ist wirklich getryharded da. Und das gefällt mir, weil natürlich, man will das Spiel einfach auch mal spielen, so locker, abends ein paar Runden. Das kann man easy machen, wie gesagt, auf Master 1, man macht das Ganze spannend. Oder du sagst, ich will tryharden, ich will die Competition, ich möchte wirklich hier alles rausholen. Dann spielst du eben den letzten Ranked und das gefällt mir wirklich gut. Und vor allen Dingen auch gefällt es mir, dass wirklich angezeigt wird, in welcher Teil, also wie viel Prozent du gerade bist, gefällt mir auch sehr gut. Also ich glaube, ihr merkt, mir gefällt das ganze Feature sehr, sehr gut. Aber die Frage ist natürlich, was gefällt euch, beziehungsweise gefällt euch dieses Feature? Ich finde es wieder super, aber wie findet ihr? Und natürlich die kontroverseste Frage aller Fragen. Was wünscht ihr euch noch für Master Duel? Schreibt es mal unten in die Kommentare. Vielleicht kann man dazu auch nochmal ein Video machen. Aber ich denke mal erstmal, können wir ein bisschen diskutieren darüber eben, was wir alle noch uns wünschen. Denn ich weiß, jeder hat da so seinen persönlichen Wunsch. Aber Leute, ich wünsche euch jetzt natürlich erstmal einen wunderschönen Tag. Und wie immer, viel Spaß beim Duellieren.